Hallo und herzlich willkommen bei All Wheels Outside. Heute könnt ihr mit uns über den Akbaitalpass fahren, der höchste Punkt auf dem Pamir Highway. Wir starten in Alichur und fahren die M41 Richtung Murghab. Die Straßen haben den Namen nicht verdient und wir fangen wieder an, nach der besten Strecke zu suchen. Die Piste macht auf jeden Fall mehr Spaß, aber schneller voran kommt man da auch nicht. Aufgrund der vielen Schüttelei nehmen wir die wunderbare Gegend um uns herum gar nicht mehr so richtig wahr. Oder es liegt daran, dass wir aufgrund der vielen neuen Eindrücke schon ein wenig abgestumpft sind. Immer wenn wir mit den Duros auf der Seitenlinie überholen, werden wir ausgebremst und sind im Endeffekt doch nicht schneller als die auf der Straße gleichmäßig fahrenden Dailies. Kurz vor Murghab müssen wir dann wieder einen Checkpoint passieren. Murghab hat ca. 7500 Einwohner und liegt auf 3650 Meter Höhe. Damit ist Murghab die höchstgelegene Stadt in Tadschikistan. Entstanden ist sie wohl ca. 1893 um den russischen Pamirski Post, der um 1903 zur Kaserne erweitert wurde. Hier in Murghab wollen wir unser Permit für Kirgisistan abholen.
Der Grenzübergang zwischen Tadschikistan und Kirgisistan ist regulär geschlossen und wird nur für Touristen, die sich vorab angemeldet haben, geöffnet. Diese Öffnung konnte man wohl bis Ende 2023 beim Tourismusministerium in Kirgisistan beantragen. Als wir uns dort anmeldeten, bekamen wir allerdings eine E-Mail-Antwort, wonach das Ministerium die Daten nicht mehr an den Grenzübergang weitergibt. Wir sollen uns an eine der drei aufgeführten Organisationen wenden. Das wären die Destination Osh, Destination Pamir und Visit Alai. Ich habe euch das nochmal in der Videobeschreibung aufgeführt. Wir entschieden uns für Destination Pamir und kontaktierten Erali über WhatsApp. Erali ist hier in Mogab aufgewachsen und lebt jetzt in Osh. Wir fahren also zum Guesthaus Erali. Die Zufahrt ist etwas schlecht zu finden. Am Guesthaus angekommen, erfahren wir von Eralis Bruder, dass wir nichts Schriftliches benötigen, um die Grenze zu überschreiten. Sein Bruder hat die Daten übermittelt und wir können jederzeit zum Grenzübergang fahren. Die Gebühr können wir wahlweise bei Erali selbst in Osh oder bei seinem Bruder hier in Mogab bezahlen. The seasons are cycles that go back and forth. One day it's south and... Nachdem das geklärt ist, fahren wir runter zum Containermarkt. Dort gibt es eine Tankstelle, wo wir parken und unsere restlichen Tadschikeren Somoni für Diesel ausgeben. Den Markt selber fanden wir jetzt nicht so toll. Man kann halt die notwendigsten Dinge einkaufen, das war's dann aber auch schon. Da wir nicht von Kindern belagert hier in der Stadt übernachten wollen, fahren wir noch ein kleines Stück aus der Stadt raus. Jürgen nimmt noch zwei Rucksacktouristen mit. Wir finden einen Platz in der Nähe eines Baches. Auch Jürgens Mitfahrer wollen ihr Zelt dann in unserer Nähe aufstellen und morgen weiter mitfahren bis Karakul. Leider gab es an dem Platz jede Menge Mücken, sodass Anja und Klaus und auch die beiden Tremper mit ihrem Zelt das Weide suchten und einen guten Kilometer entfernt von uns nächtigten. Das Wetter im Gebirge ändert sich bekanntlich ja schnell. Hier habe ich für euch mal einen kleinen Zeitraffer mit interessanten Wolkenbewegungen. Heute an meinem Geburtstag machen wir uns nun auf den Weg, den höchsten Pass unserer Reise zu erreichen. Wir hoffen, dass wir oben gutes Wetter haben. Als
Außenstehender hört, dass man mit dem Fahrzeug auf 4600 Meter hochfahren will, stellt man sich unheimlich steile Anstiege, Serpentinenstraßen und so weiter vor. Doch wir fahren die meiste Zeit relativ waagerechte Strecken und alles wirkt gar nicht so spektakulär. Das ist ja auch klar, wenn man bedenkt, dass wir auf roundabout 4000 Meter starten, dann haben wir ja nur noch um die 600 Höhenmeter zu erklimmen. Und so gesehen ist das nicht viel anders, als wenn man in Europa irgendwo 600 Meter hochfährt. Und doch ist das Fahren hier etwas anderes wie das Fahren zu Hause. Wir haben wesentlich dünnere Luft in der Höhe und der Diesel in Tadschikistan hat eine schlechte Qualität. Damit müssen die Motoren erstmal klarkommen. Wir selbst merken ja auch, vor allen Dingen bei Anstrengung, wie man ganz gut nach Luft schnappt. Und dann kommt dazu, dass man hier in einer relativ einsamen Gegend ist und man bei einer Panne mal nicht eben schnell den ADAC rufen kann. Wir hoffen also alle, dass die Fahrzeuge uns nicht im Stich lassen. Hier sind wir am letzten Anstieg vor dem Pass. An dem Auspuffqualm von Jürgens Duro kann man sehen, was ich eben meinte. Meter Höhe. Toll. Alle sind heil oben angekommen. Auch wenn es unspektakulär ist. Es ist ein gutes Gefühl, das geschafft zu haben. Wer weiß, ob wir jemals wieder mit Fahrzeugen eine solche Höhe befahren werden. Nun geht es wieder abwärts, zu dem auf ca. 4000 Meter gelegenen Karakulsee. Bei dem See handelt es sich um einen 380 Quadratkilometer großen, abflusslosen Endsee. Darum hat er auch einen so hohen Salzgehalt.
It's where the sky is gray and drab. It's where my mind is gray and mushy. It's where the future is the past, and now we must shovel out of our hovel house and go back to work. February in the gutter, rotten leaves and empty vines. February in the shutters. Close the windows, shut the blinds. And the groundhog pokes his head up and sees the shadows all around. I can't blame him if he's fed up as he burrows into disappear for 6 more years till the sun appears. Die M41 führt hier parallel zur chinesischen Grenze, die nur ca. 20 Kilometer entfernt ist. Der Zaun hier rechts von uns ist der alte sowjetische Grenzzaun. Kurz vor Karakul passieren wir eine Fahrradfahrerin. Klaus erkennt gleich, dass es sich um die Französin handelt, die er kurz vor Dushanbe mit durch die Tunnel genommen hat, und hält an, um zu fragen, ob alles okay ist. Sie macht schon einen recht durchgefrorenen und erschöpften Eindruck, möchte aber nicht mitfahren und die Strecke bis Karakul selber bewältigen. Und da ist er, der Karakulsee. Schön anzusehen. Der Ort Karakul selber wirkt trostlos und ausgestorben. Jürgen setzt die beiden Tramper ab, die hier in einem Gasthaus übernachten wollen. Ja. Schönen Gruß, Gordon. Und guten Weihnachtstag. Werde ich ausrichten. Während unseres Stopps am See schlägt das Wetter um. Es fängt an zu regnen, der dann in Schnee- und Graubelschauer vorgeht. Es ist richtig kalt. Wegen des Wetters beschließen Richie und Klaus, der Französin entgegenzufahren und diese abzuholen. Doch sie finden sie nicht. Vermutlich ist diese schon in Karakul eingekehrt, bevor die beiden losgefahren sind. Wir erkunden derweil einen Platz für die Nacht, an dem wir uns dann wieder treffen. Während wir im warmen Duro sitzen und uns über die Heizung freuen, bläst draußen der Wind die Wolken beiseite, sodass wir im Anschluss tatsächlich alle noch gemeinsam draußen sitzen können und auf meinen Geburtstag anstoßen können. Wie immer freut es mich, dass ihr bei uns mitgefahren seid. Und natürlich dürft ihr auch das nächste Mal mit dabei sein, wenn wir über den rutschigen Grenzübergang nach Kirgisistan fahren.